Einen wunderschönen guten Tag zurück bei dem Let's Play für Hacker Plays. Heute sind wir unterwegs im feurigen Fuchs oder auch Firefox genannt. Oder Feuerfuchs oder was weiß ich, ist mir auch egal. Und ja, ich muss mich erstmal bei jemandem bedanken, direkt am Anfang der Folge. Ich gehe mal direkt mal ins Forum und so. So, okay, also ich muss mich unbedingt bei ihm bedanken. Der Typ heißt nämlich Stoker14. Denn er schrieb in der Handelsecke etwas, ein Kompliment. Und zwar dieses hier. Und falls das hier Mr. Dubs liest, ich habe mir deine Videos auf YouTube angeguckt und fand sie echt super. Schade, dass keine mehr kommen. Ja, wie du siehst, es kommen doch noch welche. Und es werden auch wieder welche kommen. Nur hatte ich durch meine Schulzeit natürlich keine Zeit, immer mal eins zu machen. Das tut mir leid. Das kann mal vorkommen und ja. Wollen wir weitermachen? Ich hatte vorhin 59 Downloads. Ich hatte schon wieder ein paar gestartet und die sind auch weitere fertig. Also so schlecht geht es uns eigentlich gar nicht. Wir sind, denke ich mal, kurz vor unserem ersten Beruf, den wir dann ausüben. Und ja. Ich habe von diesem Toka oder Türke, wie auch immer er heißen mag, habe ich ein paar Fragen via meinem anderen Account bekommen. Ich ziehe jetzt mal meinen anderen Account rüber. Und zwar lautet die erste Frage, über die Betriebssysteme zu reden. Ich fände, es geht, wenn du mal über die Betriebssysteme redest und auch sagst, welches das Beste ist und so weiter. Okay, anfangs möchte ich sagen, ich weiß nicht wirklich, welches das Beste ist. Denn es gibt so unzählig viele Betriebssysteme. Das ist der Wahnsinn. Da wollte ich gar nicht hin, ey. Also, ich kann dir wirklich nicht sagen, welches das beste Betriebssystem in ganz Hackerplace ist. Aber ich kann mal gucken, wie die denn alle heißen. Gebt mir bitte einen kurzen Moment. Und zwar... Nee, also, es kommt immer darauf an, wie viel Geschwindigkeit und so sie haben. Und ich kann absolut nicht sagen, welches nun das Beste ist. Das muss man für sich entscheiden. Die meisten, meistgenutzten sind Unicorn Cray und... Moment, das weiß ich irgendwie auch. Also das meistgenutzte ist eigentlich Unicorn Cray. Ist ziemlich beliebt bei den Usern. Oder Ubuntu nehmen viele oft. Oder ja, der nimmt gerade SKO Closed Server oder so. Damit kenne ich mich jetzt nicht so direkt aus. Zeta nehmen auch viele. Unicorn Cray haben wir hier wieder. Ubuntu haben wir hier wieder. Dann haben wir hier Moon OS 4.1, kenne ich nicht. Unicorn Cray, DOS 764B, was auch immer. Hier haben wir noch Privileg, das ist wirklich sehr oft vertreten eigentlich. Und sonst Ubuntu, Unicorn Cray hier wieder. Also ich habe jetzt gerade eine Liste von anderen PCs, die ich mal früher gescannt habe. SKO Closed Server, also es gibt, ich schreibe die gleich mit hier hin, bearbeite ich extra so, dass man das sehen kann. Und dann wisst ihr auch darüber Bescheid. Du hattest natürlich nicht nur eine Frage, lieber Toka14 oder Taco, ich würde Taco feiern, sondern du schriebst noch eine weitere. Also ein PC, der ein, zwei Monate hält, ich verstehe das nicht, wie du das meinst. Man baut sich aus diesen Standard-PCs, die man am Anfang hat, einfach seinen PC langsam und sicher auf. Zumindest habe ich das so gemacht. Ging auch eigentlich wirklich sehr gut. Und inzwischen, während man das aufbaut, rüstet man auch später weiter auf. Um natürlich auch eine höhere und bessere
Aktivität zu erlangen. Es ist wichtig, erstmal die ganzen Programme freizuschalten, indem man seinen PC so aufrüstet. Das ist das Wichtigste am Anfang. Und danach kann man weitermachen, wie man will. Man kann seine Festplatten alle komplett reinklatschen. Man kann alles machen, wirklich alles. Und so würde ich mal behaupten, es gibt nicht wirklich feste Bestimmungen, die ein solches Spiel durchaus begleiten lassen können. Du kannst es machen, wie du es willst. Es steht dir alles offen. Hauptsache, die Teile passen zusammen. Das ist das Entscheidende. Und ja. Dann wäre noch hier das Übertakten. Ja, das Übertakten, da weiß ich gar nicht so weit Bescheid. Weil ich nutze das ja irgendwie nie. Aber wozu gibt es die Hilfe? Ich nutze das Übertakten einfach nie. Und deshalb kann ich auch nicht erklären, worum es sich dabei handelt. Wir können mal gucken. Übertakten. To-Do-List. Übertakten. Scheint fertig zu sein. Mal gucken. Computer. Hier, Übertaktung. Okay, also ich stehe jetzt nicht wirklich wozu dieses diese Übertaktung gut ist, aber ich denke mal, ein Download zum Beispiel fertig mit 3000 MHz wird er langsamer installieren als mit 3750 MHz. Ich kann das Prinzip leider nicht erklären, auch wenn ich jetzt schon 1,5 Jahre mit bei Hackerplay spiele. Wenn man sowas einfach nicht braucht, dann merkt man das auch nicht. Und so viel dazu. Nun möchte ich auch weiter mal bei hackerplace.de in den Account reinschauen. Ja. Okay, das waren, denke ich mal, deine Fragen. Wir hatten gestern schon ein bisschen geschrieben. Du hast dich gefreut, als ich gesagt habe, ja, okay, ich gehe weiter. Und natürlich setze ich das wirklich fort. Tut mir leid, wenn ich halt die eine oder andere Frage nicht genau erklären konnte. Oder wahrscheinlich nicht richtig, aber ich denke mal, die Übertaktung, die wäre so richtig. Und ja, wir sind jetzt schon in 8,5 Minuten wieder am Quatschen. Und wie wir sehen, können wir jetzt sogar das Construction Kit downloaden. Und das Hacker Tool. Ey, cool! Die sind viel zu gut für die. Direkt noch ein bisschen downloaden. Hauptsache sind. Oh, die kosten gleich viel, das ist cool. So. Mit unserem Überhype-Internet, Mensch. Oh, das geht los. Ja, also. Wir haben jetzt so gut aufgerüstet, dass wir sogar neues downloaden können. Ich bin stolz auf mich selbst. Jo, okay, also, falls ihr wirklich Fragen zu Hackerplace habt, die ich auch hier in einem Video erwähnen soll, entweder schreibt ihr mir sie unten in die Kommentarleiste, als Kommentar halt, oder ihr schreibt mir ingame eine Nachricht, meinen Namen dürft ihr alle kennen. Falls ihr meinen Namen nicht kennt, hier findet ihr mich. Und ja. Falls ihr Fragen habt, fragt ruhig. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr eine Frage stellt. Ich meine, dazu bin ich ja da. Als Helferchen. Und auch hier für dieses Let's Play.
Als recht erfahrener Spieler sollte man einiges wissen. Jetzt wäre der Zeitpunkt da. Ich denke mal, an dem man so eine Übertaktung einsetzen könnte. Aber dieses Mainboard unterstützt leider noch keine Übertaktung. Ja. Nom 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 nom. Hahaha. Okay, also viel gibt es jetzt schwer zu machen. Noch ein paar Downloads erstmal starten. Und ja. Damit wir dann auch mal hacken können, ne? Fehlt uns nur noch ein anonym online. Und dann geht's richtig los. Machen wir alle platt, ey. Joa. So, ich würde mal sagen, dann war's das wieder für heute. Like dieses Video, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wie es euch gefällt. Lasst eine Frage da, die ihr unbedingt beantwortet haben wollt. Und teilt das Video, wenn ihr unbedingt wollt. Ich zwinge euch den Mist jetzt nicht auf, ne? Aber könnt ihr machen, ne? Und immer schön den Adventskalender öffnen. Da könnt ihr nämlich eine Menge gut dran machen. Dann sage ich mal, haut rein und macht's gut, immer schön sauber bleiben und ich hoffe, dass wir uns schon in der nächsten Folge wiedersehen. Wäre für mich ziemlich cool, wenn ihr wieder da sein werdet und auch mal eine Frage stellt, ne? Ich freue mich über Fragen, über Feedback, was ich besser machen kann, was ich schlechter machen kann. Okay, schlecht machen und ja, haut rein und bis denne.